Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Immer noch in Schloss Redcliff. Wir haben mittlerweile unsere Gruppe wieder eingesammelt. Auch wenn die beiden merkwürdig rot glühen und ja, wir haben herausgefunden, wir sind genau ein Jahr in der Zukunft. Ist halt so. Okay. Und wir sollen Liliana finden, die muss sich hier irgendwo rumtreiben. Hier wird sie nicht sein, weil das ist außerhalb des Rahmens, wie wir sehen. Oh, hier können wir Sachen plündern. Vielleicht auch nicht nur diese zwei Säcke, aber scheinbar doch. Bezirkssoldatseide, uninteressant. Aber gut, theoretisch könnte man jetzt davon ausgehen, okay, die Lage spitzt sich zu, ne? Es geht vielleicht auf Finale zu, aber ich gehe nicht davon aus. Zumal es noch mindestens einen Charakter gibt, den wir nicht kennen. Also ein. Also ich gehe davon aus, dass es ein Partymember ist. Oh. Okay, das war die Feuermine. Böser Magier. Ey. Wollte gerade sagen. Magier hauen nicht ab. Das ist verboten. Wow. Dankeschön. Es macht mich krank zu sehen, was sie den Priesterinnen antun. What? Er ist für Stufe 4. Okay, was macht diese Rune des Verderbens? Okay, und ein neuer Bianca-Bogen, wobei ich glaube, wir haben eben schon Bogen, Bianca-Bogen 4 gefunden für Dingens. Die Rune des Verderbens. Ich meine, das Ding ist so krank. What the fuck? Shit. Ich finde den gut. Oder kann es sein, dass das Ding uns Schaden macht, wenn wir drauf haben, wenn wir Gegner treffen oder so? Ich weiß es nicht. Ja, Bianca Bogen 2. Ich meine, wir haben halt schon den Bogen 4 für Varric gefunden, deshalb ist das jetzt so relativ irrelevant. Schild, neuer Stab, beides schlechter als das, was wir ausgerüstet haben. Weil ich zugeben muss, ich habe nicht gecheckt, ob die beiden ihre Ausrüstung behalten haben, aber ich gehe davon aus. Das andere würde meiner Meinung nach wäre sehr uncool. Sag mir, woher Lavellen von dem Opfer im Tempel wusste. Niemals. Okay. Ja. Da ist. Sinnlos, kleines Vögelchen. Grüße. Ich werde euch brechen. Hier geht's ja richtig gut. Oder ihr. Ihr lebt. Ja, und du bist scheiße alt geworden. Das war beeindruckend. Zorn ist stärker als jeglicher Schmerz. Habt ihr Waffen? Gut. Der Magister ist vermutlich in seinen Gemächern. Seid ihr überhaupt nicht neugierig, wie wir hierher gekommen sind? Nein. Alexius hat uns in die Zukunft geschickt. Das hier, sein Sieg, sein Ältester. Es hätte nie dazu kommen sollen. Es tut mir wirklich leid, dass ihr so viel durchleiden musstet. Wir müssen seinen Zauber umkehren. Wenn wir es schaffen, in unsere Gegenwart zurückzukehren, können wir verhindern, dass diese Zukunft jemals eintritt. Und da fragen sich die Magier immer, warum die Leute sie fürchten. Niemand sollte eine derartige Macht besitzen. Sie ist gefährlich und unvorhersehbar. Vor der Bresche war nichts, was wir getan haben. Das reicht. Für euch ist das alles hier unwirklich. Nur irgendeine Zukunft, von der ihr hofft, dass sie niemals Realität wird. Aber ich habe gelitten. Die ganze Welt hat gelitten. Und das war real. Ja, das ist korrekt. Cool, jetzt laufen wir mit 5 Leuten rum. Was ist geschehen, während wir fort waren? Hört auf zu reden. Ich bitte doch lediglich um Informationen. Nein, ihr redet, um die Stille zu füllen. Glaubt mir, ihr wollt nichts von dem, was geschehen ist, wissen. Ich wage zu behaupten, da hat sie nicht ganz unrecht.
Hier hängen ziemlich viele Leichen rum. Alexius war also scheinbar wirklich gut beschäftigt. Wir müssen Alexius finden. Ich bin mir sicher, er ist in einem ansprechenderen Teil des Schlosses, falls es hier so etwas gibt. Ich wollte gerade sagen, wenn es denn sowas gibt. Halleluja, macht unser neuer Dolch Schaden. Und ich habe bisher noch keinen Nachteil verspürt. Erstmal kurz die Energie stören, während ihr euch um den Typen kümmert. Sehr gut. Und zu machen. So. Stachelfalle brauchen wir nicht. Feueressenz wüsste ich nicht wofür. Und erstmal Tür aufmachen. Okay. Der Magister braucht mehr Macht für seine Rituale. Nein. Bitte Toten. Tritt herauf. Okay. Abhauen. Okay, und man muss ihn lassen, Dorian macht auch Schaden. Noch mehr beschissene Dämonen. Ich habe so das Gefühl, so wie die beiden klingen, ich weiß nicht. Also, irgendwas muss ja mit denen sein. Keine Ahnung, ob die vielleicht schon von Dämonen besessen sind oder so. Und das bricht halt nachher erst aus oder so. Ich weiß es nicht. Aber, naja. Vorratslager, das ist doch schön. Dorian, trink mal einen Schluck. Auffüllen. Ja, ich könnte das Gift wesentlich häufiger mal einsetzen, aber irgendwie denke ich mir dann so, weiß nicht. Ich habe doch mein eigenes Gift. So. Das ist... Die Bresche, sie ist... Überall. Nicht nach oben sehen. Nach oben sehen, nicht nach oben sehen. Scheiße, jetzt habe ich doch hingesehen. Hey. Bist du Mistviecher? So. Ast. Du bist tot, du bist tot. Der verbindet einfach so. Sehr gut. Dorian, willst du dich nicht einfach mal heilen? Und okay, ich könnte es wahrscheinlich über die Gruppeneinstellungen einrichten, dass der es macht, aber... dass die sich sozusagen heilen, nachdem die unter 50% Leben gefallen sind, aber... Okay, es sind echt nicht wenige Risse hier. Ich nehme mal kurz aus dem Kreis raus. Okay, der ist tot. So. Nächste bitte. Oh, komm. Lass dich treffen. Wollen wir dich umbringen. Dankeschön. Nicht Barriere. Sehr unhöflich, diese Gegner.
Komplett. Nirgendwo ist zum Plündern, das ist ja schon echt frech. Nichts zu holen. Unser königlicher Flügel. Okay, hier saß wahrscheinlich der Adel vorher. Zumindest sieht das hier nach gehobeneren Schlafsälen aus. Alexius Tagebuch. Nichts funktioniert. Ich habe unzählige Male versucht, vor die Explosion des Konklaves zurückzuspringen, bevor Felix' Karawane von der dunklen Brut angegriffen wurde, bevor die Venatori in Minrathos auftauchten, doch ohne Erfolg. Die Bresche ist die Quelle, die diese Magie ermöglicht, und Reisen außerhalb ihrer Zeitleiste sind unmöglich. Die Anweisung des Ältesten, die Ereignisse des Konklaves ungeschehen zu machen, kann nicht erfüllt werden. Vielleicht tötet er mich deswegen, aber ich muss Felix vor seinem Zorn schützen. Ich weiß nicht, der verzweifelte Vater ist meiner Meinung nach schon fast ausgelutscht als Motiv. Ich muss mal ganz kurz das Fenster zu machen gehen. Hat hier nämlich gerade ganz schön angefangen zu schütten. Das ist nicht cool. Zumindest nicht, wenn das Fenster auf ist. Lesen tun wir als letztes. Neue Rüstung und ein Schild. Da können wir gleich mal reingucken. Noch eine neue Rüstung, aber die wird zumindest nicht gut sein. So, Cassandra. Turmschild 14. Okay. An sich genau gleich gut, nur die Verteidigung gegen Magie wäre ein Tacken schlechter, demnach uninteressant. Das auch. Stäbe. Gut. Da der hier schon besser war eben und wir einen besseren gefunden haben, ist der natürlich auch schlechter. Neue Dolche. Nö. Also sobald wir den hier haben, der wird halt, wobei, nee, noch nicht mal. Wird halt auch, ich meine, okay, der hat natürlich den Vorteil, dass der Bonus, also dass der Flächenschaden auswirkt, aber das war es dann halt auch schon. Deshalb zu vernachlässigen. Mittlerweile. So, Rüstungen. Die ist besser. Das war ein gutes Stück. Was hast du eigentlich für eine Rüstung an? Das ist ein 56er Jägerharnisch an, das geht ja gar nicht. Aber sie hat auch ihre Rüstung wieder an, also alles gut. Das war's. Stachelfalle, uninteressant. Elixiergürtel. Können wir halt ein Elixier, Schrägstrich, ich glaube Gift zählt in diesem Fall als Elixier, mehr tragen, das bringt halt auch nichts. Bindungsmagier-Tagebuch. Mit jedem gescheiterten Zeitzauber wird der Magister ein Stück weit paranoider. Oder vielleicht ist es gar keine Paranoia, da der Älteste ihn für sein Versagen tatsächlich töten wird. Der Unterschied ist auch nicht wichtig. Nach dem 10. Fehlschlag sperrte er sich tagsüber in der großen Halle ein. Nach dem 20. ließ er Fußsoldaten eine Scherbentür aus unbekannten Gefilden ausgraben und in der Burg installieren. Jetzt können seine vertrautesten Helfer ihn nur noch sehen, wenn wir alle gemeinsam gehen. Was wir zweimal täglich tun müssen, um ihm sein Essen zu bringen, denn er verlässt den Raum überhaupt nicht mehr. Okay, also ich würde sagen, Alexius hatte zwar auf der einen Seite Erfolg, aber auf der anderen Seite ist er vollkommen durchgedreht. Was ist aus Felix geworden? Wisst ihr das vielleicht? Ja, das weiß ich. Und ihr wollt es mir nicht erzählen? Ihr werdet es noch früh genug herausfinden. Ich weiß nicht, ob wir das herausfinden würden. Das könnte sehr nützlich werden. Ich vermute, damit können wir die Magie nämlich auf unsere Zeit, auf unsere Seite ziehen. Nope, nope, nope. Jetzt wird's lustig, glaube ich. Okay, die prügeln sich aber schon mit was. Achso. Die Venatori gegen die Dämonen, okay.
Das war seiner. Aua. Macht das schon, ne? Muss echt auf diese dämlichen Dinger aufpassen. Passt gut darauf auf. Ich möchte es mir später genauer ansehen. So. Hochheilen. Solange mein Gift noch funktioniert. Sehr gut. Ja, wir müssen 5 rote Lyriumscherben finden. Das könnte. Was ich werden? Na komm. Hallo. Ist das der Weg zur Haupthalle? Früher sah das irgendwie anders aus. Okay. Das Ding ist im Boden, deshalb können wir es nicht looten. Schön. Ja, Vorratsraum. Vorrats. Kiste. Oder ist das die aus. Nee, das ist nicht die, aus der wir gekommen sind, oder? Wie groß ist der Schaden, den Alexios Zauber angerichtet hat? Ganz Südthedas wurde von Rissen in Schutt und Asche gelegt. Und hier hat es begonnen. Ob das allerdings sein Werk war oder eine Folge der Bresche, wer weiß. Läuft auf jeden Fall richtig gut bei ihm. Immer Lotus. Kann ich nicht einfach ein bisschen was von dem Lyrium abklopfen für die Scherben? Meisterhafte Wellenklinge, ein neuer Plan. Grüße. Achso. Das war merkwürdig. Gut, die nächste Scherbe. Dann schlagen wir uns halt erstmal durch die Wände. Studien zur Verderbnis. An den Gefangenen, die der Verderbnis ausgesetzt wurden, ist kein unterscheidbares Muster bemerkbar. Der Krankheitsverlauf folgt keinem festen Ablauf. Einige sterben trotz aller Mühen binnen Stunden, andere zeigen überhaupt keine Symptome. Es gibt vielleicht so etwas wie eine natürliche Immunität, weshalb Isolation und weitere Tests oberste Priorität haben. 6 weitere Versuchspersonen sind gestorben. Bluttransfusionen von resistenten Gefangenen verlangsamen die Verderbtheit nur minimal. Gesundes Fleisch aus lebenden Versuchspersonen, das bei Infizierten implantiert wird, stirbt oft schon ab, bevor die Verderbtheit es erreicht. Läuft die Implantation erfolgreich, verbreitet sich die Verderbtheit im Spinnerfleisch schneller als im Wirtsfleisch. Die gefangene Liliana war bislang die nützlichste Quelle für resistentes Blut und Haut. Deshalb sieht sie so aus, wie sie jetzt aussieht. Nicht cool. Lass mich durch, ich will die Wand eintreten. Sandra. Gut. Wir können die Wand nicht eintreten. Vita. Wenigstens mal was für unseren Konari. Wenn wir ihn denn je wiedersehen.
Gucken noch hier die Tür. Ist denn das Schloss? Es gibt hier, glaube ich, auf jeden Fall noch sehr viel zu entdecken. Und da hinten wartet nochmal ein Kampf auf uns. Das ist doch schön. Liebesknoten, ja, danke. Die brauchen wir auf jeden Fall. Grüße. Störe euer Festmahl ja nur ungern, aber. Cassandra? Ui. Wenn wir euch beim Essen gestört haben. Mir nicht. So. Kann es sein, dass jeder dieser Magier eine von den Scherben dabei hat? Und nur die Magier? Das würde gerade passen. Es gibt noch mindestens zwei Magier, die wir finden müssen. Finden können. Müssen wir einen finden. Ist hier oben was? Nein, schade. Schade, schade. Hier war also effektiv nur eine Schützenposition für unsere Bogenschützen. Nicht zu verachten, aber das, was ich gesucht habe. Holy shit, ist das hier kaputt. Findet Alexios, das ist alles, was zählt. Die weichen meinen Fragen aus. Das ist nicht nett. Versucht, den Verzauberer auszuschalten. Ups. Sie dürfen nicht die Treppe raufkommen! Den Krieger! So, irgendwie wollte mein Charakter gerade einfach gar nichts mehr machen. Vergiften sie halt alle. Ich könnte mir was zum Lesen mitnehmen. Tja, es sind immer die Magier, die Scherben haben. Schön, dass mir das nach der dritten aufgefallen ist. Gut, nach der ersten hätte es auch einfach nur Zufall sein können. So viel zu meiner Verteidigung. Ein paar Sachen zum Plündern, das ist schön. Ich würde sagen, danach machen wir dann für heute erstmal Schluss und suchen uns dann morgen noch die letzten... Schade. Tja, hätte ich jetzt mal den eisernen Bullen dabei. Aber gut. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge suchen wir noch die letzte Scherbe und suchen danach den Weg zum Thronsaal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bis dann.